Lars Wimsen, 3 zu 1 verliert der TVR. Schon wieder kann man fast sagen, viele 3 zu 1 Niederlagen gerade. Ihr gewinnt einen Satz, aber verliert halt das Spiel. Fass doch mal kurz die Partie zusammen aus deiner Sicht. Ja, ich denke, wir spielen einen relativ schlechten ersten Satz, kommen dann im zweiten Satz gut ins Spiel wieder rein, kommen auch aus der 10-Minuten-Pause gut wieder ins Spiel. Haben immer wieder Phasen in dem ganzen Spiel auch gehabt, wo wir gezeigt haben, was wir jetzt in der letzten Trainingswoche einfach gut gemacht haben, dass wir gerade in den Rallyes sehr vieles deutlich besser gemacht haben, auch als der Gegner. Ja, und schlussendlich muss man auch ärgerlicherweise sagen, der vierte Satz, wenn der anders ausgeht, haben wir vielleicht das Momentum im fünften dann auch auf unserer Seite und ist halt einfach schade drum. Und die Frustration sitzt wahrscheinlich jetzt gerade bei jedem auch ein bisschen jetzt drin, weil es ein knappes Spiel war. Ich denke aber, wir können gestärkt jetzt gerade auf die Spiele in der Zukunft vorausschauen. Und du sprichst von einer vergebenen Chance. Ich glaube, die war auch da. Warum hat es denn dann wieder im vierten Satz nicht geklappt? Ihr hattet eigentlich einen großen Vorsprung und bringt es dann wieder am Ende des Tages nicht über die Ziellinie, zumindest für diesen Satz. Ich denke mal, schlussendlich hat uns einfach ein Quäntchen Glück gefehlt, wo wir dann einfach hätten das Glück gebraucht auf unserer Seite, um dann in der entscheidenden Situation auch die Punkte für uns zu entscheiden. Es ist schade drum, habe ich jetzt gerade auch schon angesprochen, aber nichtsdestotrotz müssen wir nach vorne schauen, können vieles aus dem Spiel mitnehmen, was wir richtig gemacht haben, und ich denke mal, das Wichtigste ist, sich jetzt daran einfach festzuhalten und zu sagen, darauf können wir aufbauen. Kurzer Blick auf das weitere Programm, die nächsten Wochen. Jetzt kommt ein Auswärtsspiel in Friedrichshafen, dann zu Hause gegen Berlin. Und irgendwo wartet dann da hinten auch noch Solingen, die Bergischen Volleys. Wie geht jetzt in die nächsten Wochen? Ich denke mal, gerade mit den zwei Spielen mit Berlin und Friedrichshafen haben wir Spiele vor der Brust, wo wir befreit aufspielen können, wo wir sagen können, da können wir nur gewinnen. Und ich glaube, das muss jetzt auch in die Köpfe rein, dass wir sagen, Solingen, klar, im Hinterkopf auf jeden Fall behalten. Das Spiel haben wir klar noch vor der Brust, wo wir auch sagen, da haben wir deutlich höhere Chancen jetzt als gegen Friedrichshafen und Berlin. Aber gerade gegen Friedrichshafen und Berlin können wir alles in die Waagschale schmeißen und gucken, was möglich ist. Und nichts unversucht lassen.